Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Folge Subnautica 2.0. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich befinde mich jetzt hier gerade in der Aussichtsplattform, wow, unserer neuen Basis, nämlich dem UFO. Und direkt unter mir sind auch die Wanderer mittlerweile zurückgekommen, ihr seht's. Das hat also ganz gut geklappt, ich bin echt happy hiermit und wow. Man kann hier sogar den Ghost Leviathan beobachten. Eventuell traue ich mich heute mal an den ran. Vielleicht fangen wir damit auch direkt an, denn das ist ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich bin nur einmal aus der Basis tatsächlich nach oben geschwommen, denn ich habe festgestellt, direkt über uns im Grunde sind die schwebenden Inseln, wo wir die Degasi 1 gefunden haben. Und von daher, also die Degasi-Basis an Land, und von daher habe ich hier die Chance ergriffen und ein paar Pflanzen hier angebaut, sodass ich jetzt hier auf dieser Basis auch ein wenig Ernährung oder wie, zumindest ein bisschen Nahrung, sage ich mal, habe. Und ich habe natürlich die Schränke hier ein bisschen voll gemacht mit dem Dung, so damit wir hier auch genügend Energie für unseren Bioreaktor haben. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns direkt mal auf den Weg, denn ich habe heute vor, auf den Kommentar hin von Spinosaurus die Degasi in 500 Meter noch zu erkunden. Das ist die letzte, die uns noch fehlt. Und nachdem die Nautilus jetzt hier auch das Tiefenmodul 2 drin hat, können wir uns das erlauben und so tief tauchen. Und ich denke tatsächlich, dass das im Grunde nicht so weit von hier weg sein sollte, von unserer aktuellen Position. Deswegen gucken wir einfach mal. Ah, ich habe das schon rot gemacht aus irgendeinem Grund. Okay, nee, das haben wir da nämlich noch gar nicht gesehen. Und ihr seht, ja, guck mal, das ist gar nicht so weit. Im Grunde brauche ich das Signal gar nicht, denn ich glaube, ich finde das sogar so. Und dann können wir uns dann noch ein bisschen erkunden. Jetzt habe ich nur gerade überlegt, ob ich es wagen soll. Und zwar ohne meine Motte hier mal zu probieren, diesen Kerl zu scannen. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Machen wir es mal so, weil ich brauche natürlich auch den Scanner. Ich habe ein bisschen Angst. Der ist schon ganz schön groß. Okay, er hat mich entdeckt. Ich lade auf. Oh ja, war klar. Okay, uff, irgendwie habe ich ihn noch erwischt. Wow. Okay, ich hau nochmal drauf. Ich habe echt ein bisschen Angst. Da ist es. Das Phantom. Cool. Hammer. Der sieht echt cool aus. Einheimische Lebensform. Das Phantom. Guckt ihn euch an, Leute. Der ist schon richtig angsteinflößend. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal ganz schnell wieder in meine Basis. Bevor er, ja, wütend wird. Na, kommt er? Oh ja, er kommt. Okay. Hilfe. Vorsicht, Vorsicht. Nein, geh wieder in dein Gebiet da hinten. Alles gut. Okay, also das haben wir schon geschafft. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich mal, weil ich bin einfach neugierig, gerade bei dem Kerl. Ist das ein Fleischfresser wahrscheinlich? Ach nee, Leviathan natürlich. Da ist er. Guck mal. Diese Tierart erreicht die Maximalgröße einer noch lebensfähigen organischen Lebensform und wurde als Leviathan eingestuft. Mhm. Ja, ausschließlich an den Rändern des Vulkankraters, die ausgewachsenen Tiere, ja, das ist also hier. Wir sind nämlich ziemlich nah am Rand der Welt hier. Sie reagieren mit extremer Aggression auf Annäherung, ja. Hammerförmiger Kopf, Kiefer, Körper, Lebenszyklus, Wanderverhalten möglich. Diese wurde wahrscheinlich weit entfernt von dem Ort geboren, an dem ist okay. Extreme Bedrohung, den Kraterrand meiden. Ja, sinnvoll. Na gut, dann haben wir das auch gelernt. Und ich würde sagen, dann traue ich mich mal, nachdem wir uns den jetzt ein wenig angeschaut haben, auch hier mit der Motte raus und hoffe, dass er uns in Ruhe lässt. Ja, ihr wisst, wie es geht. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Abo für den Kanal, solltet ihr hier noch kein Abo haben. Das freut mich dann
immer besonders, wenn ich euch hier als Abonnenten gewinnen kann. Und schreibt vor allem weiter in die Kommentare. Ihr seht jetzt an der Stelle Spinosaurus mit der Bitte hier, die Degasi auf 500 Meter zu erkunden. Und das versuche ich dann natürlich auch direkt umzusetzen. Oh, der ist gefährlich nah jetzt. Ich mache mal das Licht aus. So, hier haben wir schon einen Alien-Luftschacht. Und hier sind tatsächlich nochmal mehr Wanderer. Die haben hier nochmal eine zweite Route. Auch interessant. Nicht auf dem Schirm. Ich glaube jetzt hier irgendwo unten müsste es doch irgendwo in die Höhle gehen. Ist das ein Eingang? Das könnte sein, oder? Das gucken wir uns mal an. Ah, und hier... Oh, guck mal, hier liegt noch ein Frack. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal als erstes. Und ich denke, dass ich dann hier... Jetzt gucke ich mal noch mal sicherheitshalber. Jetzt habe ich so groß getönt. Ich finde es auch ohne Signal. Aber ja, okay. Also ich denke, das ist ziemlich safe, dass wir da einfach rein müssen. Und jetzt habe ich noch eine Sache. Ich wurde nämlich auch in einem Kommentar gebeten, Fracks ohne Taschenlampe zu erkunden. Finde ich einen ziemlich fiesen Request, muss ich sagen. Aber ich versuche natürlich auch das umzusetzen. Von daher jetzt einfach die zukünftigen paar Fracks, die wir so finden, mal ohne Taschenlampe. Macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Aber ich benutze mal den Segleiter. Ich hoffe, das ist dann wenigstens erlaubt. Hier scheint es reinzugehen. Aber das ist natürlich nicht ganz so schönes Licht und nicht ganz so sichtbar alles wie mit der Taschenlampe. Da muss man schon etwas genauer hingucken. Von daher machen wir das einfach genau so. Da können wir was aufschweißen. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Das ist ja eigentlich eher ein kleineres Frack, das ich persönlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben auch schon sehr, sehr viele Sachen gescannt. Ich suche hauptsächlich noch so ein paar Einrichtungssachen. Hier ist eine Tasche, die brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Dann gehen wir mal da rein. So, dann brauchen wir den Lasercutter. Und dann gucken wir mal, wie das dahinter aussieht. Ich bin gespannt. Degasi 500 Meter war immer eine der coolsten Orte, die man entdecken konnte, fand ich. Das sieht so schön aus. Oh, was macht der jetzt? Oh, er ist leer. Okay. Oh, ich habe auch nur noch eine Batterie. Das sieht so unglaublich fantastisch aus, wie die auf diesem Felsen steht. Ihr seht das ja gleich nochmal. Da war ich immer sehr, sehr gern, muss ich sagen. Und einer der beeindruckendsten Orte. Und auch nicht uninteressant, weil da ja eine neue Kreatur auch noch auf uns wartet, die wir auch gleich begegnen. Oder der wir auch gleich begegnen, besser gesagt. So, jetzt gucke ich mal, was hier hinter ist. Einmal aufgeschweißt. Jetzt nehmen wir den Kollegen. Jetzt gucke ich mich nur noch einmal um, aber anscheinend ist hier auch nichts drin. Wir haben noch 100 Sekunden, das ist eigentlich ganz okay. Oh, ist das fies. Jetzt muss man sich hier viel genauer umgucken, ohne Taschenlampe. Okay, oh ja, Essen nehme ich mit. Ihr wisst noch, also mein Drama aus der letzten Episode. Ewig nach Essen gesucht. Okay, die Stühle haben wir. Und hier ist noch ein Schacht. Wo führt der denn jetzt hin? Nochmal zu einer Tür, die ich aufschweißen kann. Was ist denn das für ein... Ich habe irgendwie nicht auf dem Schirm, dass das so groß ist. Von außen sah das recht klein aus. Na gut, dann schweiße ich das auch noch auf. Ich mache mir jetzt gerade nur ein wenig Sorgen um meinen Sauerstoff. Vielleicht muss ich gleich nochmal Luft schnappen gehen. Oder ich komme jetzt hier zu einem zweiten Ein- bzw. Ausgang. Aber... Ich habe ein bisschen Angst. Nee. Okay, ich gucke mich ganz kurz um. Stühle. Hier gibt's nix. Okay, ich glaube tatsächlich, ich muss ganz schnell raus. Und das scheint tatsächlich nur mit Möbeljahr voll zu sein. Das ist ja mal ein sehr enttäuschendes Frack, muss ich sagen. Also, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, aber... Oh. Wo habe ich die Motte geparkt? Da ist sie. Ich glaube, ich gehe noch einmal rein, einfach um sicherzustellen, dass wir da jetzt auch wirklich nichts verpasst haben. Aber es ist wirklich schwieriger, etwas zu erkennen mit dem Segleiterlicht.
Aber jetzt gehen wir einmal nochmal hier rein. Da war die Tasche, ne? Genau, okay. So, jetzt ich will vor allem nochmal in das tiefe Ding. Vor allem, weil ich auch gesagt habe, ich sammle PDAs und sowas ein. Muss ich natürlich jetzt genau gucken. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein PDA versehentlich liegen lasse. Gemein, gemein. Okay, da ist auch nur ein Stuhl. Nee, hier ist auch nichts. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr, sehr, sehr leeres Wrack hier, was wir hier gefunden haben. Man kann den Tisch hier finden, okay. Und hier ist ja tatsächlich, wirkt erst so, als würde es hier reingehen, aber nein, ne? Okay, also ich denke, tatsächlich, das war's. Na gut. So be it, aber jetzt kann ich mich schon mal ein bisschen dran gewöhnen, wie das ist mit dem Segleiterlicht. Jetzt taucht vor allem der Segleiter dadurch, dass man ihn immer ausgerüstet haben muss. Es ist auch fast noch ein bisschen schwieriger, durch das Wrack zu navigieren. Aber wenn ich jetzt hier so mache, na gut, man könnte theoretisch auch so ein bisschen was erkennen. Das geht auch. Na gut, dann würde ich sagen, ab geht's zu der Höhle. Wo ist der Eingang? Hier, alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Oh, hallo. Ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen mit der Nautilus. Ja, und dem Licht. Denn dieser Kollege hier, der noch mehr als alle anderen Kreaturen, wird von Licht angezogen. Und von daher empfehle ich euch wirklich, das Licht der Motte auszumachen, wenn ihr dem euch nähert, dem Kerl hier. Denn der... Oh, ich wollte ihn scannen. Krabbenkalmar. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Kreatur, muss ich sagen. Scannt er ihn überhaupt? Ja, okay. Ah, der ist wirklich... Als ich die das erste Mal gesehen habe, da habe ich... Das war wirklich ein Moment, wo ich auch ein bisschen Respekt bekommen habe. Weil die sind auch extrem aggressiv, wenn man hier... Okay. Titanium Mars. Also wahrscheinlich redet sie von der Degasi-Basis, die wir jetzt gleich finden werden. Und wenn man jetzt hier das Licht anmacht, dann werden die... Ich kann das ja mal ausprobieren. Ja, dann macht er nämlich das. So, seht ihr das? Jetzt ist die... Oh, oh. Oh, oh. Jetzt bin ich genau über 500 Meter auch noch gewesen. Die geht gleich kaputt. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Oh, und ich habe das Reparaturwerkzeug nicht ausgerüstet. Oh, oh. Das war ein Fehler, das zu demonstrieren. Oh, das war so knapp. In dem Moment, wo er sein EMP einsetzt. Er kann nämlich so ein EMP einsetzen. Und das macht er gerne, wenn er eben hier Feinde... Oh, jetzt schnell das Licht wieder aus. Oh mein Gott. Bin ich unter 500 Meter. Und wir haben nur die 500 Meter auf der Motte aktuell. Das war gerade richtig knapp. Oh, 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 oh. Okay, und dabei habe ich jetzt natürlich völlig die Orientierung verloren. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen tiefer. Ah ja, guck mal. Puh, da ist die Degasi auf 500 Meter Tiefe. Alter, war das gerade knapp. Okay, also ich lasse das Licht jetzt definitiv aus und ich parke die Nautilus mal so ein bisschen in Sicherheit. Vielleicht hier auf diesem Plateau. Sagte er. What the? Alter, dass sie so aggressiv sind, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe doch nicht mal mein Licht an. Was ist denn hier los? Okay, steigen wir aus. Und machen das einmal so. Jetzt kommst du! Ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier los? Oh, ich rette mich jetzt einfach in die Basis. Hilfe! Schnell da rein, schnell da rein. Oh mein Gott. Wenn du mich jetzt hier rausbeamst, dann haben wir ein Problem. Okay, ich muss echt aufpassen. Ich trinke mal was. Und hier drin darf ich jetzt hoffentlich die Taschenlampe benutzen. Das gilt ja wohl nicht als Wrack, will ich mal sagen. So, jetzt nehme ich aber das Reparaturwerkzeug. Und wenn ich jetzt hier drin die Taschenlampe benutze, das wird euch auch auffallen, dann kommt die Kreatur wieder und
will hier angreifen. Die wird nämlich extrem einfach von Licht angezogen, dieser Kalmar. Finde ich super interessant. Jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Gazi-Sprachaufzeichnung Nummer 9. Hören wir mal rein. Oh, wieder mit Margaret und Bart. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. Bart, tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. It means you're being reckless. Oh, guck mal, was wir hier haben. Comes no better if we hold up in here and don't go outside. Die nehme ich auch mal mit. We have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Okay. Ich stoppe das jetzt mal hier kurz, weil wir finden hier gerade extrem viel auf einem Ort. Das ist das Coole hier in der Degasi. Ja, guck mal, wer da ist. Ich mach mal Licht aus. Denn wir finden hier einmal den Atommüllbehälter. Hat mich kürzlich mal gefragt. Ich habe nämlich dazu gar keinen Guide. Kann ich ja dann gerne mal an der Stelle machen, dass man den hier zum Beispiel finden kann. Dann finden wir das Knuddelfischei. Nummer 4 mittlerweile. Und wir finden unsere erste orangene Tafel. Die gilt es hier auf jeden Fall mitzunehmen. Ich nehme jetzt hier einfach noch die Dekoartikel mit. Einfach damit wir die auch noch haben. Einen kleinen Probebehälter. Und dann nochmal ein paar Daten. Die Gazi-Aufzeichnung können wir hier nochmal reinschauen. Und dann gehen wir wieder raus. Ich muss nämlich atmen. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No. Da ist sie. Ich sehe sie. Make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord? Or got messed up and dragged here. When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. Oh, die greifen sich auch gegenseitig an. Okay, also ich gehe jetzt noch einmal rein. Ich habe jetzt zwei PDAs gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle sind. Ich wollte jetzt nur einmal ganz kurz atmen und die Nachricht zu Ende hören. Aber ihr seht, die beiden sind sich definitiv nicht grün hier. Ah, guck mal, seht ihr? Ich habe nämlich hier direkt ein PDA vergessen. Wusste ich's doch. Dann hören wir da auch noch einmal rein. Ich glaube, dann haben wir nämlich alle. Oh, nee, guck mal. Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Das hatte ich wieder gar nicht auf dem Schirm. Guck mal, was hier noch alles ist. So. Also, jetzt, ihr hört das Thema, ne? Die streiten sich die ganze Zeit. Es geht jetzt hier um die Krankheit und wie die geheilt werden kann. Der eine forscht daran, aber ich will jetzt hier einfach mal zeigen, wir finden hier nämlich so viele coole Sachen. Das fehlt mir auch noch, der Kaffeeautomat. Jetzt haben wir den Atommüllbehälter und den Kaffeeautomat hier gefunden. Ziemlich cool. Und hier ist sogar noch eine Datenbox mit den Schwimmflossen mit Ladefunktion. Auch die habe ich tatsächlich noch nicht gefunden hier in diesem Run. Also von daher, es lohnt sich hierher zu kommen. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Location hier, die Degasi. Auf 500 Meter. Und ich wäre jetzt gerade fast zu früh abgehauen, aber ich wusste, dass da noch irgendwie ein zweiter Raum ist. Also hier in der Mitte ist eben das Labor, das haben wir entdeckt. Und unten der Wohnbereich ist wichtig. Und man kann hier sogar auch den Lebensformzuchtbehälter finden. Also, cooler Ort, würde ich sagen. Und jetzt bin ich, glaube ich, ganz happy. Jetzt hoffe ich, dass es der Nautilus da oben gut geht. Müssen wir dich nochmal reparieren? Oder alles gut, wie es aussieht. Okay, wir müssen extrem aufpassen. Ich habe nämlich noch nicht das letzte Tiefenmodul gebaut, von daher extrem gefährlich an der Stelle. So, ihr seht, man findet hier... Oh, nein! Verdammt, Mistkerl. Oh, gleich zwei. Hey, dich habe ich ja schon gescannt. Naja, okay, was ist denn das hier? Verdammt, verdammt, verdammt. Ich wusste doch, das ist ein Kreaturenei. Das nehmen wir direkt mal mit, das haben wir nämlich noch nicht.
Oh, sehr schön. Okay, und dann aber schnell hier raus. Es ist nämlich echt gefährlich hier. Meine Motte wäre fast kaputt gegangen. Die verdammten Warper greifen uns an. Also, sehr, sehr fiese Ecke. Und ihr seht, wenn man hier nur das Tiefenmodul 500 hat, ist wirklich die Degasi auch das Ende der Fahnenstange. Viel weiter kommt man dann gar nicht. Es geht hier nämlich noch deutlich tiefer. Und man kommt dann hier auch ins Lost River Biom. Das ist nämlich tatsächlich auch der Eingang dahin. Aber wir können sagen, wir haben die Degasi abgeschlossen. Und wir können sagen, wir können jetzt eigentlich nach Hause. Beziehungsweise ich gehe erstmal wieder zurück zum UFO. Das dürfte ja nicht so weit sein. Denn da habe ich jetzt im besten Fall ein paar Pflanzen, die ich essen kann. Ihr seht nämlich hier, meine Versorgung lässt langsam ein wenig nach. Okay, aber ich glaube, das war ein ganz erfolgreicher Ausflug. Denn wir haben jetzt wirklich ein paar neue Scans. Wir haben die Schwimmflossen mit Ladefunktion. Die wollte auch irgendjemand, der sich sie baut. Das heißt, zurück in der Basis können wir uns da drum kümmern. Und ich denke, dass wenn wir in der Basis in der nächsten Episode wieder angekommen sind, wir uns wirklich langsam an den Zyklopen machen. Denn das haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht. Muss ich mal gucken, was ich da dann tatsächlich an Ressourcen brauche, ob wir das alles schon haben, Rohstoffen und so weiter. Aber ich denke, das wird so das Nächste sein, was ansteht. Denn das haben sich wirklich sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass wir... Schnell. Ist die gerade fast wieder kaputt gegangen, habe ich das richtig gesehen? 17%. Boah, Leute, das ist... Also ohne diese Schutzhülle. Ich habe jetzt hier 3 Frachtmodule dran, weil ich Ressourcen gebraucht habe hier für die Basis, in der ich gerade stehe. Aber ohne Schutzhülle, das ist... Also das ist fast ein Pflicht... ein Pflichtmodul, weil das... Man ist so schnell platt. Unglaublich. Ah, und die Basis frisst ganz schön viel Dung hier. Also dadurch, dass ich die Scheinwerfer draußen dran habe, ist das wirklich nicht ohne. Jetzt nehmen wir hier mal wieder ein bisschen Dung mit. Zack. Hauen den hier rein. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie effizient der tatsächlich ist. Dann nehmen wir mal hier einfach noch ein bisschen von unseren Pflanzen. Zack. Ah ja, Inventar voll. Okay. 1, 2, 3, 4 und 5. Wow, das ist einfach direkt alles verschwunden. Was ist denn da gerade passiert? Hat er direkt gefressen, der gute Bioreaktor. So, okay. Alles gut. Ich meine, letztendlich muss ich sagen, wenn ich hierher komme und da ist kein Strom drin, dann haue ich da einmal kurz eine Pflanze rein, sammle ein bisschen Dung, dann ist nicht so schlimm. Weil dadurch, dass das Licht jetzt natürlich die ganze Zeit brennt, werde ich hier auf jeden Fall die Basis leer machen, während ich weg bin, sage ich mal. Aber das ist nicht so tragisch. Ich finde, das ist ein ganz guter Außenposten hier, das UFO an der Stelle, weil ihr seht, wir sind wirklich in der Nähe einiger Lost River Eingänge. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns von hier auf in Richtung Heimat. Deswegen mache ich mir auch das Signal gleich drauf. Zack, dann brauchen wir das hier nicht mehr. Und gucken, ob wir nicht auf dem Weg sogar noch einen großen Fund machen heute. Ich habe nämlich die Vermutung, dass irgendwo zwischen meiner Heimatbasis und hier unserem UFO noch ein Frack liegt. Und zwar nicht nur ein Frack, sondern ein Frack, das auch noch eine coole Location markiert. Ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht, aber grob habe ich das so in Erinnerung. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal hoch, denn hier ist nochmal... Wisst ihr was? Immer wenn ich einen Rubin sehe, sollte ich den eigentlich mitnehmen, weil davon habe ich extrem wenige. Ja. So, dankeschön. Oh, da sind schon wieder Warper. Unglaublich viel Warper unterwegs hier. Okay. Ja, ich höre dich, ich höre dich. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier irgendwie... Ich hoffe, es ist jetzt hell genug, als dass ich das auch ein bisschen auf Entfernung sehe. Oh, aber ich glaube, ich sehe schon, was ich eigentlich suche. Ah, guck mal. Ja, genau. Okay, das ist das Wrack. Und ich habe aber das hier gesucht, tatsächlich. Denn hier versteckt sich was. Seht ihr, das ist wie so ein großer Eingang. Jetzt gehen wir erstmal ins Wrack, aber ich zeige euch gleich, was ich meine. Okay, ich lasse Licht aus. Ich weiß nicht, was hier so rumschwimmt. Schon wieder Warper, okay.
Und dann würde ich sagen, machen wir das mal so und gucken, was wir hier drin finden können. Das scheint auch ein relativ großes Wrack zu sein. Ah, guck mal, Wandpflanzentopf, den haben wir schon. Ja, also mit der Degasi 500 habe ich jetzt einige Scans gefunden oder fast alle Scans gefunden, die ich noch so grob auf dem Schirm hatte, die uns noch gefehlt haben. Also von daher fehlt mir aktuell bewusst nur noch die Feuerlöschanlage vom Zyklopen, muss ich sagen. Sagt mal, geht's hier gar nicht rein? Sonst ist hier nichts. Die Fracks scheinen alle so leer zu sein gerade. Okay. Ja, war aber ich höre dich. Bilderrahmen, okay. Interessant, da geht's auch nicht rein. Gehen wir mal raus, vielleicht gibt es einen zweiten Eingang. In dieses Wrack. Da ist eine Tür, aber keine verschlossene. Ah, guck mal hier. So, das sieht auch nochmal nach dem Eingang aus hier. Machen wir das einmal so. Wieder die Taschenlampe her. Also hier in so einem Wrack erwarte ich eigentlich mindestens eine Datenbox. Okay, das ist auch mal eine interessante Version. Geht so rein. Boah! Ist das dein Ernst? Das ist gemein. Aus dem Wrack raus und dann direkt... Oh, habe ich noch ein Medikit? Das wird jetzt kritisch. Wenn er das nochmal macht, Leute, bin ich tot. Oh, das ist fast ein bisschen heikel jetzt. Das ist fast ein bisschen heikel jetzt. Ich habe kein Medikit mehr. Ich habe auch eigentlich keine Möglichkeiten, jetzt hier eins herzustellen, weil ich habe keinen Fabrikator in der im UFO und ich habe keinen... was brauche ich dafür nochmal? Fasern letztendlich. Deswegen muss ich das jetzt hier ein bisschen auf Risiko, weil ihr seht, ich habe ziemlich genau die Hälfte. Wenn er das nochmal macht, dann habe ich ein Problem. Oh, hier hätte es nochmal einen Krebs gegeben. Okay, das ist das zweite Fragment, was ich von einem Krebs finde, außerhalb der Aurora. Ich bin nämlich am gucken, ob man den Krebs schaffen kann, ohne ihn jemals in der Aurora zu scannen. Das war nämlich eigentlich auch eine Aufgabe, die mir jemand gestellt hat, die ich leider zu spät gelesen habe. Da hatten wir den Krebs schon. Aber ich will trotzdem checken, ob das gehen würde. Also zwei Teile haben wir auf jeden Fall. So, okay. Ich glaube, jetzt gab es noch irgendwo... Oh, das macht mich gerade ein bisschen nervös. Da ist nochmal ein PDA. Okay, gar keine Nachricht bekommen, nur eingesammelt. Ist auch interessant. Ja, genau. Und ich habe nicht mal mehr eine Batterie, ne? Ne. Okay. Machen wir es mal so. Und so. Wo hat der mich jetzt gerade rausgebeamt? War das hier, ne? Jetzt muss ich mich hier drehen, damit ich hier überhaupt runterkomme. Dann konnte ich hier runter. Ich glaube, hier hat er mich gerade rausgebeamt. Ich meine, das wäre nett, wenn er das nochmal macht, weil ich bin hier unglaublich eingeklemmt gerade, aber ich glaube, das war's. Okay, ich hau jetzt ab, weil ich habe echt Angst, dass der mich killt. Und ich wollte euch unbedingt noch etwas zeigen, von daher ganz schnell weg, in der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht erwischt. Anscheinend war da nichts mehr drin. Ich kann gerne nochmal herkommen bei Gelegenheit und dann nochmal so reinschauen, aber ich riskiere das jetzt nicht, dass ich hier sterbe. Bis jetzt bin ich auch ohne Tod ausgekommen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier runter und... Oh, halt mal. Ich steige mal ganz kurz aus, weil ich glaube, die Pflanze, die Geisterhände, die habe ich noch nicht. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Ah ja, natürlich. Was kann ich tun? Drei Plätze habe ich. Ich kann das... Was mache ich? Ich bin so blöd. Ich denke mal nicht. Jetzt habe ich schon drei Frachträume an meiner Motte hier. Das gibt's doch nicht. So, okay, alles gut. Kein Problem. Kein Problem. Ich höre euch schon wieder schreien. Habe ich jetzt das Richtige eingesammelt? Ja, Geisterhände. Okay, cool. So, deswegen sind wir aber gar nicht da, sondern... Wenn man diesem Tunnel folgt, ich habe gesehen, das ist oben wie so ein Tor markiert. Und wenn man diesem Tunnel folgt, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung.
Ja, sieht gut aus, denn hier seht ihr schon diese schönen Säulen und das heißt meistens Alien-Basis. Und ich habe euch ja versprochen, wir erkunden jetzt mehr dieser Alien-Basen und das ist jetzt, glaube ich, die zweite, die ich finde. Und ich hoffe, die öffnet sich jetzt mit einer lila Tafel, wobei ich auch die orange tatsächlich schon habe. Zack. Dann gucken wir mal, was wir hier so drin finden. Sehr viele Ionenwürfel. Okay, ich habe eigentlich, ja, ich habe genügend Platz. Dann nehmen wir die jetzt mal alle mit. Ich glaube, ich habe auch noch die beiden anderen aus der letzten Episode dabei. So, dann haben wir 6 Ionenwürfel tatsächlich. Na, nimmst du den wohl mit? Vielen Dank. Das reicht erstmal für zukünftige Ionenbauprojekte. Und dann schauen wir mal hier rein. Fremdes Reservat Alpha ist das jetzt hier also offiziell. Informationen über die Architektur dieser Kammer gespeichert. Deckenleuchten. Okay, und über die Ästhetik. Die Würfel, die auf den Sockel aufgestellt sind, wurden nicht entladen, sodass sie wohl eher einen symbolischen Zweck dienen. In Ähnlichkeit zur alten religiösen Ikonografie der Erde können zufällig sein, aber auch auf eine gemeinsame antiken Kulturgeschichte hinweisen. Okay. Also, das ist jetzt Reservat Alpha. Es gibt auch ein Bravo. Auch das werden wir noch finden. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das im Krater war, nämlich im Grunde war nur das hier, wo wir so ein bisschen... Wahrscheinlich Festkörpercomputer... Nee, das ist wieder was anderes. Ich hatte doch letztes Mal irgendwo was gescannt oder rausbekommen über... quasi über Allen, was ich vermute, ne? Aber ja, mal gucken. Es gibt auf jeden Fall insgesamt 4 dieser, insgesamt Außenlabor, 4 dieser Alien-Stationen plus die 4 Portale, die man finden kann. Also super interessant eigentlich. Und ich mag das wirklich, die zu besuchen, weil die immer sehr mystisch wirken. So, die Augen haben wir bereits und jetzt muss ich hier nur noch wieder rausfinden. Hier? Ja, das könnte sein. Okay, also ihr seht, da ist ein riesen Frack vor der Tür und eben dieser Torbogen. Und das markiert die Stelle, zu der ihr müsst, um dieses Reservat Alpha zu finden. Ne? Und jetzt würde ich sagen, mache ich mich auf den Heimweg und von dort starten wir dann die nächste Episode und werden hoffentlich den Zyklop bauen können. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, interessiert mich nämlich, habe ich nicht ganz so drauf, was der eigentlich kostet. Okay, viele Ressourcen, aber nichts, was wir nicht schon hätten. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut machbar. Und ja, ich brauche eure Vorschläge. Ich bin gespannt, was wir dann in den nächsten Episoden so tun. Es gilt tatsächlich noch, Rettungskapsel 2 zu besuchen. Also das ist vielleicht eine Idee, vor allem, weil wir in dem Blutrankenbiom noch nicht waren. Mein absolutes Lieblingsbiom. Und bis heute noch nicht besucht. Uns fehlen nämlich dort auch noch einige Zutaten, die wir für Module brauchen. Und die finden wir eben in dem Blutrankenbiom. Außerdem natürlich die Pflanzen unter anderem dazu. Und sonst ist tatsächlich noch, glaube ich, ein, zwei Wracks zu besuchen. Die schwebenden Inseln heißen die, glaube ich, diese Floating Islands unter Wasser. Habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt auch tatsächlich noch ein, zwei Biome hier oben, bevor wir in das Lost River Biom gehen. Und dafür brauchen wir natürlich auch noch das Tiefenmodul Nummer 3 für die Seemotte. Oder wir gehen direkt mit dem Zyklop. Also, ein paar Vorschläge. Ich bin gespannt, was ihr sagt und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind heute 2-3 Mal fast gestorben, beziehungsweise haben unsere Motte verloren. Also von daher bin ich jetzt echt happy, dass ich es wieder zurück in die Basis geschafft habe. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like da für das Video, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.